Herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Gunter Krüger, immer noch. Das ist der Kanal Jivaka World. Heute ist der 21. April 2020. In diesem Film werde ich auf das Thema der Maske eingehen. Soweit ich das mitbekommen habe, also was ich sehen kann in den Straßen und was mir so zugetragen wurde, müssen wir, die Menschen, im Augenblick mit Masken rumlaufen. Und jeder, der sich an dieses Gebot nicht hält, der könnte Schwierigkeiten bekommen. Meine Meinung zu dieser Maske sieht folgendermaßen aus. Sie sieht nicht nur albern aus, das ist eine Ebene, sie ist auch gesundheitsgefährdend aus meiner Sicht. Und das sage ich aus der Sicht von jemandem, der die letzten 25 Jahre damit verbracht hat, Menschen wieder zu Gesundheit zu verhelfen und ihnen Wissen und Mittel zur Verfügung zu stellen, die ihnen dazu verholfen haben, das ist nämlich ein Erfahrungswert, wieder zu voller Kraft und Gesundheit zu kommen. Ich werde es jetzt mal ganz einfach machen mit dieser Maske. Dafür braucht man keinen Doktor oder Professor zu sein, um das erklären und auch verstehen zu können. Wir brauchen Sauerstoff. Einatmen, ausatmen. Wenn der Körper genügend Sauerstoff zur Verfügung hat, dann geht es ihm gut. Dann ist das Immunsystem aktiv. Dann kann der Körper mit allem umgehen, was aus der Außenwelt so in das System gelangt. Atmung ist ein wichtiges Thema. Nicht alle Menschen können atmen. Diejenigen, die zu wenig atmen, die belüften ihren Körper nicht genügend und bekommen in der Folge Schwierigkeiten auf der Ebene des Körpers. Diejenigen, die tief durchatmen können, denen geht's gut. Wie kommt das Phänomen der verminderten Beatmung zustande? Platt gesagt, Angst ist die Ursache. Menschen, die nicht tief atmen können, haben in der Regel zu viel Spannung im Körper. Angst haben sie. Angst verursacht Schreck, Angst verursacht Enge. Also kann man sagen, Angst ist ungesund. Angstfreiheit ist gut, ist gesund. Macht stark. Der Körper wird stark sein, der Mensch wird stark sein, wenn er keine Angst hat. Jetzt leben wir gerade in beängstigenden Zeiten. Viele haben Angst vor einem Virus mit Namen Coronavirus. Und dieser Virus soll so ungesund und gefährlich sein, dass er einen umbringen kann und schon viele, viele umgebracht hat weltweit. So habe ich das gesehen im Fernsehen. Ich selbst kenne niemanden tatsächlich in meinem Feld, Freundeskreis, Familie oder irgendetwas, der oder die davon betroffen wäre. Ich kenne nicht mal jemanden, der jemanden kennt, der davon betroffen wäre. Das heißt, ich habe von einem Menschen gehört, um genau zu sein. Anyway, taucht in meinem Leben nicht auf. Was in meinem Leben auftaucht, sind die Konsequenzen, die sich aus diesem Virus ergeben, den ich nicht gesehen habe, den niemand gesehen hat. Also kommen wir zurück zur Maske. Da bin ich ja davon ausgegangen. Und der Atmung. Die Maske hindert daran zu atmen. Sie führt zu einer Minderbelüftung des Körpers. Und damit schwächt sie den Körper. Damit schwächt sie das Immunsystem. Und das ist doch im Augenblick das Allerwichtigste, ein gestärktes Immunsystem zu haben. Die Maske schützt auch nicht wirklich vor Tröpfcheninfektion oder irgendetwas. Wenn jemand niest, das geht durch diese Masken. Das sind ja keine Gasmasken, sondern ganz einfache Atemschutzmasken. Das heißt, die Dinger schützen nicht, aber sie erschweren das Atmen. Du kannst es ja mal ausprobieren. Setz dir eine Maske auf,
Atme tief ein, du wirst sehen, du kannst nicht tief einatmen. Wenn du ausatmest, dann wirst du feststellen, dass sich Kondenswasser bildet auf der Innenseite dieser Maske. Das verschließt die Poren. Es erschwert das Atmen. Jetzt angenommen, da wäre wirklich jemand, der infiziert ist, mit dem du nahe kommst und der hustet oder niest oder irgendetwas, dann trägst du das mit dir rum. Das heißt, diese Masken bringen überhaupt gar nichts. Also warum sollten wir sie tragen? Ja, ganz einfach. Wenn wir sie nicht tragen, gibt es Schwierigkeiten. Das ist der Grund, um diese Maske zu tragen. Deswegen tragen sie viele. Manche tragen sie, weil sie glauben, dass sie sich schützen könnten. Das ist Humbug, sage ich. So ist meine Sicht der Dinge. Ich sehe absolut keinen Nutzen im Tragen der Masken, außer dass ich damit zeigen kann, dass ich mich beuge, dass ich die Regeln anerkenne, die mir gegeben werden. Mit dem Tragen der Maske gebe ich ein Signal nach außen und das heißt, ich befolge die Regeln, die hier gegeben werden, auch wenn ich keinen Sinn darin sehe. Zusatz von meiner Seite, aus meiner Sicht ist diese Maske nichts anderes als das Symbol eines Maulkorbes. Diejenigen, die die Maske tragen, zeigen damit, dass sie das Maul halten, um es ganz in der einfachen und volksnahen Sprache zu sagen. Das heißt, wenn du so eine Maske trägst, du degradierst dich. Warum? Weil du keine Schwierigkeiten bekommen willst. Das ist nachvollziehbar. Es ändert aber nichts daran, dass du dich damit beugst und Regeln anerkennst, die vielleicht gar keinen Sinn haben. Denk mal darüber nach. Und wenn du anderer Auffassung bist, darfst du die haben. Wenn du im Zweifel bist, dann informier dich über die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme, über das Tragen der Maske. Das war ein Gedanke, den ich hier anregen wollte. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr euch tatsächlich dafür interessiert, wie ihr den Körper und den Geist stärken könnt, dann möchte ich auf das Buch der Macht hinweisen. Das ist ein Buch, was ich geschrieben habe während der letzten 2,5 Jahre. In diesem Buch habe ich alles verfasst, was ich weiß. Alles, was ich von meinen Lehrerinnen und Lehrern bekommen habe, alles, was ich selbst durchdrungen habe, das habe ich zu Papier gebracht, stelle das zur Verfügung. Wenn du daran interessiert bist, schreib mir eine Mail, dann kann ich dir dieses Buch zusenden. Und ich freue mich selbstverständlich über jede Unterstützung, die ich in diesem momentanen Zeit bekommen kann. Auf diese Weise könntest du was bekommen und könntest diese Aktivität hier unterstützen. Das würde mir helfen, damit fortfahren zu können mit dem, was ich tue. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.